Guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen, sehr verehrte Zuschauer. Wir haben die Mitte der Woche erreicht und ich darf Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal am 2. Juni 2021 begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und möchten Ihnen folgende Themen präsentieren. Landtagswahl. Olaf Scholz und Katja Pehle zu Besuch in der Elbstadt. Neue Entdeckungen. Weitere archäologische Funde im Ringheiligtum Pömmete enthüllt. Und vor der Wende. Wir nehmen Sie mit in das Schönebeck der 80er Jahre. Zu Beginn unserer Sendung lassen wir Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat, zu Wort kommen. Dieser war am gestrigen Dienstag im Weltrat hier in Schönebeck zu Gast. Im Zuge des Landtagswahlkampfes besuchten am 1. Juni 2021 SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Spitzenkandidatin der SPD Katja Pehle den Salzlandkreis. In Schönebecks am Elbufer gelegener Weltradmanufaktur kam es zu einer Gesprächsrunde mit Ministerin Petra Grimbenne. Das ist eine wunderschöne Region, das ist hier auch ganz toll, an diesem Fluss, mit dem ich so viel verbinde, zu sein und gleichzeitig das schöne Wetter zu erleben. Für mich ist es auch großartig, dass wir jetzt sehen können, dass all die harten Maßnahmen, die wir in den letzten Wochen und Monaten miteinander ertragen mussten, jetzt auch Früchte tragen, dass die Infektionszahlen zurückgehen, dass wir allmählich wieder die Biergärten öffnen können. Und ich habe es sehr genossen, dass ich hier ein Bier trinken konnte in der Sonne. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für uns alle. In idyllischer Elbatmosphäre sprachen die Teilnehmer mit den Anwesenden über wichtige soziale Themen. Beispielsweise von kommunalen Finanzen über Pflege bis hin zu Kinder- und Jugendarbeit und Bildungsgerechtigkeit. Für mich ist wichtig, dass unser Land zusammenhält. Deshalb geht es um Respekt. Und das bedeutet, dass wir die Würde der Arbeit verteidigen müssen. Das hat was mit guten Löhnen zu tun, aber auch, dass man die ganz unterschiedlichen beruflichen Wege anerkennt. Und zum Respekt gehört aber auch, dass wir uns nicht die Welt erklären aus einer Stadt, einer Region in Deutschland, sondern dass wir die Vielfalt unseres Landes gut finden, dass wir sie unterstreichen und dass wir auch die ländlichen Regionen niemals aus dem Blick verlieren, in denen es ja auch darum geht, dass auch dort gute Arbeitsplätze sind und gute Lebensperspektiven, dass dort wunderbare kulturelle Einrichtungen und Institutionen ihre Arbeit machen können. Und das ist etwas, was mich sehr bewegt hat. Genauso natürlich jetzt die Frage, wie wir gegenüber denjenigen unseren Respekt zeigen, die in dieser Pandemie dafür gesorgt haben, dass unser Land durch die Zeit gekommen ist. Wir brauchen bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, für Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Und wie es aussieht, kommen wir da ja jetzt ein Stück weiter voran. Aber das ist eine Aufgabe, an der wir noch lange was zu tun haben. SPD-Spitzenkandidatin Katja Pehle lagen besonders Themen wie Bildungspolitik und Pflege am Herzen. Nach der Landtagswahl müsse sich also viel ändern. Deshalb setzen wir darauf, tatsächlich an dieser Stelle auch einen Schritt weiter zu gehen und auch unsere Horte näher an die Grundschulen heranzuführen und vor allen Dingen auch den Ausbau von Ganztagsschulen. Wir setzen darauf und das wird die große Aufgabe in den nächsten Jahren sein, dass Bildung in Sachsen-Anhalt der Schlüssel zum Erfolg ist, eigentlich eine Binsenweisheit. Bei kommunalen Finanzen spricht Bundesfinanzminister Olaf Scholz über eine neue Stunde Null sowie Schuldentilgung. Ich möchte, dass die Kommunen in diesem Land eine bessere finanzielle Ausstattung bekommen und dass diejenigen, die viele Schulden aus der Vergangenheit mit sich rumschleppen, einmal eine neue Stunde Null bekommen, dass sie finanziell entlastet werden und durchatmen können und dann investieren können in ein gutes Zusammenleben vor Ort. Denn wir haben über 11.000 Gemeinden in Deutschland, wir haben 401 Landkreise und kreisfreie Städte. Da findet das Leben in Deutschland statt und da muss investiert werden. Da müssen auch genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Mit diesen Aussichten, auch im Hinblick der Landtagswahl am 6. Juni 2021, bleibt es abzuwarten und zu hoffen, was die Zukunft für den Salzlandkreis bereithält. Der Salzlandkreis blüht als Wirtschafts- und Wohnstandort immer mehr auf. Mit dazu trägt die Kulturstätte Ringheiligtum Pömmete bei. Archäologische Entdeckungen ziehen zahlreiche Besucher an, aber die Ausgrabungen sind noch längst nicht zu Ende. Wir geben Ihnen nun einen aktuellen Stand dazu.
Das sogenannte deutsche Stonehenge erhebt sich aus Holzpfählen auf einer Anhöhe in Pömmelte und verkörperte seinerseits das heilige Zentrum der Region. Zahlreiche Funde zeugen davon, dass hier vor über 4000 Jahren eine der größten Siedlungen Mittel- und Nordeuropas entstand, welche unter anderem komplexe Ritual- und Opferhandlungen zelebrierte. 1991, die Kreisgrabenanlage von Pömmelte wurde aus dem Flugzeug entdeckt. Bis heute wurden weite Flächen archäologisch erschlossen, dennoch ist noch kein Ende der Ausgrabungen in Sicht. Archäologen von der Universität Halle untersuchen, dokumentieren und werten diesen wissenschaftlichen Austausch mit der Universität London aus. Bei einer Ausgrabung muss man immer sehr vorsichtig sein. Also so ein Bagger kommt, der zieht dann die ganze Fläche ab und dann, wenn die ersten Befunde sind, dann hat der Bagger seine Arbeit getan und dann geht es natürlich mit Hand dran. Also wie man sich das vorstellt, mit Kelle, mit Pinsel, mit im großflächig vielleicht noch ein Stück mit Spaten, aber eher weniger. Aber ansonsten ganz vorsichtig und Zentimeter für Zentimeter. Also es ist eine mühsame Arbeit, aber ich kann Ihnen sagen, es macht Spaß. Wenn man was findet, ist es natürlich ganz toll, ganz besonders toll. Ich selber habe letztes Jahr ja mitgegraben und hatte das Glück, dann einige gute Funde zu haben. Seit Beginn der diesjährigen Grabungen wurden einige weitere Funde freigelegt. Vor einer Woche konnte im tiefer liegenden Gelände eine dunkle Fläche offenbart werden. Vermutet wird ein Brunnen oder eine Wasserschöpfstelle. Der Verdacht bestärkt sich weiter durch angesammelte Tierknochen und Muschelschalen. Bei weiterer Erschließung des Areals können noch so einige interessante Entdeckungen gemacht werden. Diese sind nicht ausschließlich eine große Entwicklung für die Wissenschaft, sondern üben ebenso kulturell-touristisch eine große Anziehungskraft aus. Also für die Region hat sich ja jetzt schon sehr viel geändert mit dem ersten Ringheiligtum auf Pömmelter Gebiet. Wir wissen jetzt, wir haben auf dem Schönebecker Gebiet die zweite Anlage. Wir wissen im Moment noch nicht, wie wir die Anlage dann wieder auferstehen lassen. Wahrscheinlich nicht mit solchen Holzpfählen, sondern wir gehen davon aus, dass das Landart sein wird. Wir werden also hier kulturtouristisch diese Region weiterentwickeln. Und wenn man hört, jetzt im Moment, trotz Corona und Pandemie, über 40.000 Besucher, dann ist das schon ein gewaltiger Schritt. Und wir sind ja von der professionellen touristischen Vermarktung ja immer noch ein kleines Stück entfernt. Wir haben also da noch ein Stück Luft nach oben, wobei ich sagen kann, also wir haben schon viel getan. Aber wenn dann erstmal dieses Mehrzweckgebäude steht, dieses Informationszentrum, wenn der Imbisswagen steht, also wenn die Verpflegung gesichert ist, dann wird das alles auch weitergehen, dann werden noch mehr Besucher in die Region kommen, weil auch immer mehr Besucher haben dann erkannt und gehört, was hier los ist. Der Salzlandkreis blüht sichtlich durch Kulturstätten auf. Eine Entdeckerroute führt an zahlreichen Seen vorbei über die Sakrallandschaft der Ringheiligtümer und bietet ein herausragendes Naturerlebnis. Lassen auch Sie sich auf eine Reise in längst vergangene Jahrtausende ein. Wie immer möchten wir Sie auf den aktuellen Stand halten und präsentieren Ihnen unsere Kurznachrichten aus Schönebeck und der Region. Unter anderem erhalten Sie ein neues Update zu den Corona-Infektionszahlen hier im Salzlandkreis. Die Nachrichten werden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Mit Stand Mittwochmorgen liegt die Zahl der Corona-positiven Personen im Salzlandkreis bei 99. Die 7-Tage-Inzidenz fällt auf rund 18 pro 100.000 Einwohner. Die 13. Eindämmungsverordnung von Bund und Länder ermöglicht einen Schritt zurück zur Normalität. So können verschiedene Sport- und Freizeiteinrichtungen in Schönebeck ihre Türen wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Dazu zählen unter anderem die Schönebecker Volksschwimmhalle, das Industrie- und Kunstmuseum IMOSET oder der Kunsthof in Bad Salzelmen. Auch der Vereinssport wird nun schrittweise wieder ermöglicht. Alle Gäste dieser Einrichtungen werden gebeten, sich im Vorfeld im Internet auf den Websites der Unternehmen oder telefonisch über die geltenden Kontakt- und Hygienebestimmungen zu informieren. Die Schönebecker Stadtbibliothek am Stadtfeld wird am kommenden Sonntag, den 6. Juni, zu einem Wahllokal für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt umfunktioniert.
Aufgrund dessen bleibt die Bibliothek am Montag, den 7. Juni, ganztägig geschlossen. Ab Dienstag ist die Stadtbibliothek wieder zu ihren regulären Öffnungszeiten geöffnet. Am kommenden Samstag, den 5. Juni 2021, veranstaltet Schönebecks Stadtwächter Jeff Lammel eine Gästeführung speziell für Kinder. Der Rundgang mit dem Nachtwächter beginnt am Samstag um 14 Uhr am Hexenhügel im Bad Salzelmener Badepark und endet nach circa 1,5 Stunden am Fennerturm. Auf die Gäste warten interessante und skurrile Geschichten rund um Schönebecks Sehenswürdigkeiten. Ein Einblick in den Fennerturm, Verpflegung in Form von Kaffee, Kuchen und Limonade sowie ein kleines Präsent für jeden Teilnehmer. Tickets für Erwachsene kosten 9 Euro, für Kinder bis 17 Jahren 7 Euro. Das Anmeldeformular und weitere Details finden Sie auf jeff-lammel.de. Im Zuge der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Position mit denen der antretenden Parteien zu vergleichen. Mit knapp 490.000 Aufrufen im Vorfeld der letzten Landtagswahl im Jahr 2016 ist der Wahl-O-Mat auch in Sachsen-Anhalt als beliebtes Online-Tool zur individuellen Vorbereitung auf Wahlen etabliert. Der Wahl-O-Mat ist abrufbar unter wahl-o-mat.de. Im Zeichen des 800-jährigen Jubiläums feiert die Stadt Schönebeck im Jahr 2023 die erste urkundliche Erwähnung. Um einen großen Wiedererkennungswert und eine hohe Identifikation in der Öffentlichkeit zu erreichen, wird eine Wortbildmarke gesucht, die sowohl für die Werbung im Vorfeld für einen großen Wiedererkennungswert sorgt, als auch im Festjahr selbst als wiederkehrendes Symbol die Feierlichkeiten ständig begleitet. Deshalb hat die Stadt entschieden, kreative Ideen und Vorschläge der Bürger in die finale Version des Logos einfließen zu lassen. Am 1. Mai 2021 startet ein Wettbewerb, bei dem alle Schönebeckerinnen und Schönebecker einen Vorschlag einreichen können. Das neue Logo ist frei in der Gestaltung. Das Motiv sollte aber klaren Bezug zur Stadt Schönebeck, ihrer Geschichte, ihren Persönlichkeiten und/oder Sehenswürdigkeiten besitzen und diese visualisieren. Unter den Teilnehmenden werden Preise für die Plätze 1 bis 3 im Gesamtwert von 1.000 Euro ausgeschrieben. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt zu finden. Für den Dreibrückenlauf in Schönebeck, der am 26. September 2021 ausgetragen werden soll, können sich Interessierte ab sofort anmelden. Das Online-Formular sowie aktuelle Informationen zum Lauf gibt es unter 3-brücken-lauf.de. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Karl-Liebknecht-Straße in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden im Zeitraum vom 25. Mai diesen Jahres bis 27. Juni vorgenommen. Grund hierfür ist die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf Höhe der Hausnummer 17 bis 31. Im Rahmen des Liner-Einbaus auf der gesamten Welsleberstraße erfolgt in der Zeit vom 3. Mai bis zum 18. Juni 2021 eine Vollsperrung der Straße genau im Abschnitt zwischen der Dorotheenstraße und der Wilhelm-Helge-Straße. Die Stadt Schönebeck bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. Am Montag, den 3. Mai 2021, wird mit dem grundhaften Ausbau der Maxim-Gorki-Straße in Schönebeck begonnen. Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung stattfinden und etwa 6 Monate in Anspruch nehmen. Im Bauzeitraum wird es nicht möglich sein, die Grundstücke mit Kraftfahrzeugen zu erreichen bzw. zu verlassen. Anlieger werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereiches zu parken. Die fußläufige Zuwegung zu den Grundstücken und die Möglichkeit des Herankommens für Rettungsfahrzeuge werden durchgängig gewährleistet. Die Abfallbehälter sind an den entsprechenden Entsorgungstagen außerhalb des Baubereiches an der Böttcherstraße bzw. am Breiteweg abzustellen. Die Stadt Schönebeck bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. Ab Montag, den 12. April, startet die Impfstation Böttcherstraße auf dem Gelände des ehemaligen DRK. Gleichzeitig nimmt eine Corona-Teststation in der Bölzigstraße den Betrieb auf. Daher kommt es zu Änderungen und Einschränkungen im Verkehr in Schönebeck. Auf dem öffentlichen Parkplatz am Breiteweg 10 wird die Höchstparkdauer von 2 auf 1 Stunde reduziert. Dies geht ebenfalls in Richtung Barbier-Tor ab der Hausnummer 11 bis 16. Die Parkstellplätze mit einer Höchstparkdauer von 2 Stunden auf dem Breiteweg zwischen der Bodengasse und Markt bleiben erhalten. Die Rücknahme der Einschränkungen und Änderungen ist erst wieder möglich, wenn die Impfstation wieder geschlossen wurde. Auf der Bölzigstraße werden ebenfalls der öffentliche Parkplatz und der Buswendeplatz für den Verkehr voll gesperrt.
Die Nachrichten wurden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Dies war schon der erste Teil des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal und nun legen wir eine kurze Werbepause ein. Bleiben Sie dran, denn gleich danach geht's weiter. Wahlwerbung Landtagswahl. Für den Inhalt des Spots ist ausschließlich die dazugehörige Partei verantwortlich. Heute ist Sachsen-Anhalt wieder ganz vorn dabei. Wir sind führend in der Nutzung der erneuerbaren Energien. Unsere Weltklasse-Industrie bringt uns Arbeit und Wohlstand. Das reicht noch nicht aus. Gerade jetzt will ich für unsere Heimat kämpfen und sie besser machen. Nicht wie diejenigen, die immer alles schlecht reden. Dafür brauche ich am 6. Juni Ihre Stimme. Wahlwerbung Landtagswahl. Für den Inhalt des Spots ist ausschließlich die dazugehörige Partei verantwortlich. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: Gulasch halb und halb, 100 Gramm zu 75 Cent. Gebrühte Schmorwurst, 100 Gramm zu 80 Cent. Eingelegte Nackenscheiben, 100 Gramm zu 85 Cent. Und Wiener, 100 Gramm zu 90 Cent. Aufgepasst! Bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Seit dem Jahr 2021 gibt es das Magazin der Elbstadt aller drei Monate. Beliebte Rubriken wie Gesundheit, Wissenswertes der Region sowie aktuelle Veranstaltungsinformationen. Neben vielen Einrichtungen in Schönebeck ist die Salzperle auch bei der Elbe Medienproduktion GmbH erhältlich. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Nach einer langen, Corona-bedingten Zwangspause kann das Steakhouse Los Gauchos Sie ab sofort wieder persönlich empfangen. Egal ob leckere Steaks vom Grill oder frisch zubereitete Reis- und Nudelgerichte. Im Restaurant in der Friedrichstraße ist für jeden Geschmack etwas dabei. Reservierungen und Bestellungen werden telefonisch unter 03928 42 56 16 1 oder 0179 74 66 50 1 entgegengenommen. Für einen noch bequemeren Ablauf steht Ihnen auch die Los Gauchos App zum Download im Apple App Store und bei Google Play zur Verfügung. Das Team vom Steakhouse Los Gauchos freut sich auf Ihren Besuch. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem! Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung begrüße ich Sie wieder sehr herzlich zu unserem Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal am Mittwoch, den 2. Juni 2021.
Wir begeben uns nun auf eine kleine Zeitreise in die 80er Jahre von Schönebeck. Welche Bedeutung die Naherholungsgebiete in Plötzky vor der Wende hatten, zeigen wir Ihnen heute. Erhalten Sie einen Einblick in unsere Sendereihe Schönebeck vor der Wende, Teil 3. Camping, eine weit verbreitete Form von Freizeitgestaltung. Wegen des permanenten Mangels an Urlaubsplätzen verbrachten viele Menschen ihren Urlaub unter anderem in dem Naherholungsgebiet Plötzky-Prezin. Am Rande des östlichen Elbufers, etwa 20 Kilometer südöstlich von Magdeburg entfernt, liegen inmitten der Gommerschen Heide zwischen Gommern, Plötzky, Prezin, Dornburg und Dannichkow die ehemaligen Quarzitsteinbrüche. Sie gehören zu den ältesten aufgeschlossenen Gesteinen unserer näheren Umgebung und werden als rechtselbische Fortsetzung des Flechtinger Grauwackenzuges angesehen. Infolge der Stilllegung der Steinbrüche wuchs ständig durch das Grund- und Oberflächenwasser der Wasserspiegel der Steinbruchseen. Damit erhöhte sich die Bedeutung dieser reizvollen Gebiete für Erholungszwecke. Wald, Wasser und gesunde Luft waren der Grund dafür, dass in diesem Gebiet große Bungalow-Siedlungen und Campingplätze entstanden. Das gesamte Erholungsgebiet mit einer Größe von 15 Quadratkilometern wurde dann als Landschafts- und Lärmschutzgebiet ausgewiesen. In der Saison besuchten rund 300.000 Erholungssuchende das Naherholungsgebiet. FKK, die berühmte Freikörperkultur, verbreiteter Freizeitgebrauch in der DDR. Hier in Plötzky am AWG-See. Unerbittliche Camper verbrachten Jahr für Jahr hüllenlos ihren Urlaub am angestammten FKK-Strand. Der ständige Aufenthalt war offenbar der Gesundheit wohl sehr zuträglich. Zudem verlieh die Freizügigkeit im Umgang mit der eigenen Nacktheit offenbar ein wesentlich offeneres Verhältnis zum eigenen Körper. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf unsere Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Wir können uns immer mehr auf sommerliche Verhältnisse einstellen. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie herzlich zur Wettervorschau für die kommenden 3 Tage. Am Donnerstag wartet strahlender Sonnenschein mit vereinzelt ein paar Wolken auf uns. Bei bis zu 8 Sonnenstunden liegen die Temperaturen zwischen 13 und 27 Grad. Zum Ende der Woche verdunkeln dichte Wolken den Himmel. Bei 15 bis 26 Grad liegt das Niederschlagsrisiko am Freitag bei 20%. Am Samstag klart die Wolkendecke wieder auf und nur ein paar wenige Wolken sind am Himmel zu erblicken. Bei Temperaturen zwischen 16 und 28 Grad können Sie am Samstag bis zu 11 Sonnenstunden genießen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen eine angenehme Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen Aussichten verabschiede ich Sie in den Abend und wünsche Ihnen eine angenehme Restwoche. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und begrüßen Sie dann am Freitag wieder mit einer neuen Ausgabe. Dies war das Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal mit Hanna Hartmann.